So, ein wunderschön. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich habe jetzt vor, mal so einen Hardware-Check mit euch zu machen. Und zwar werden wir jetzt diesen Bosch Staubsauger das erste Mal bedienen. Bevor wir das tun, werde ich mal so machen, dass ihr das auch seht, was ich da mache. So, ein Stück. So. Wir werden den jetzt einfach mal anmachen. Ich werde das mal so machen, dass ihr das auch seht, was ich mache. Ich bin nämlich gespannt, wie die Lärmentwicklung von dem ist, beziehungsweise ob er laut ist oder nicht laut ist. Und dann werde ich mit dem Rad einfach mal hoch powern und gucken, wie kräftig er da saugt. Der Staubsaugerbeutel ist noch leer. Ihr habt ja gerade das Video gesehen, dass ich den zusammengebaut habe. So. Oh, da leuchtet es blau. Was macht es, das blaue Licht? Es leuchtet blau. Oh, da kommt aber... Da kommt aber ordentlich Luft raus. Riecht noch neu. Hat so einen leichten Ledergeruch irgendwie, keine Ahnung. Und ich höre jetzt schon, dass er aus meiner Couch was raussaugt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt drehen wir den. Der ist, wie gesagt, noch nicht auf volle Pulle. Wir machen jetzt einfach mal auf Sitzpolster. Sieht mir aus wie ein Sessel. Ich höre immer noch, dass er was saugt. Also der holt hier immer noch irgendwas hoch. Ja, jetzt machen wir mal mehr Power. Jetzt machen wir mal... Jetzt haben wir schon Teppich. Ich gehe, wie gesagt, immer über die gleiche Stelle rüber. Seht ihr ja. So, jetzt. Und der wirkt eigentlich nicht wirklich laut. Jetzt gehen wir mal auf das nächste Hartboden. Na, jetzt wird er schon lauter. Oh, der powert hier gerade richtig Luft raus. Oh, der saugt sich richtig fest. Hört ihr das? Der zieht hier wirklich alles raus. Guckt mal hier, merkt ihr das hier? Seht ihr das? Der zieht richtig mein Sessel, ach, mein Hocker, zieht da richtig den Stoff hoch. Der beißt sich da richtig rein. Ist ja geil. Und es ist noch nicht mal alles. Jetzt hauen wir den mal auf Maximum. So. Jetzt ist er auf Maximum. Oh, der beißt sich fest. So, jetzt werde ich den mal runterstellen. Dass ihr das mal sehen könnt. Vernünftig. Ich mache mit einer Hand, muss halt jetzt mit der zweiten Hand nur wegen meinem Kabel aufpassen, dass ich den Kabel hier nicht abrufe vom Camcorder, also das Mikrofon. Ich hoffe auch, ihr versteht mich noch relativ, weil der ziemlich nah an meinem Mikrofon dran ist. Er ist jetzt nicht so laut, aber also auf der höchsten Stufe hat er schon ein paar Dezibel drauf und der ganz neue soll noch leiser sein. Und der zieht, der beißt sich hier richtig fest. Hört ihr das? Guckt, seht ihr das? Der beißt sich da richtig. Seht ihr den Hügel da? Aber der hat schon richtig Power. So. Jetzt werden wir den mal ausmachen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, nur jetzt den Hocker hier gesaugt. Ich habe nichts anderes gesaugt. Nur den Hocker.
die paar Male für das Video, was ihr jetzt seht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da... Alter Schalter! Wo holt denn der das her? Na leck mich doch am Arsch. Ohne Scheiß. Ich mach das mal hier so ein bisschen zusammen, dass ihr das seht. Na, warte, machen wir mal so. So. Da seht ihr so ein bisschen was, denke ich mal. Ach, Scheiße, seht ihr das überhaupt? Ja, ihr seht das. Was da zusammengekommen ist, ist jetzt nicht so viel, aber dafür, dass ich nur den Hocker gemacht habe, ist das schon krass. Muss ich gestehen. Schatzi hat ja mal gemeint, ich soll mir einen Staubsauger holen. Ich war immer der Meinung, oh, pff, Fegen reicht. Fegen reicht doch aus, weil... Wartet mal, muss ich mich mal auf mich machen. So. Ich war immer der Meinung, Fegen reicht aus. Gebe ich ehrlich zu, ich bin Mann, da habe ich gedacht, ich habe doch ja keinen Teppich. Ja, warum soll ich denn saugen? Hä? Ich fege hier durch, fege das auf den Handfeger und ab in den Müll und fertig ist. Warum soll ich denn da saugen? Ist doch Schwachsinn. Ja, so Schwachsinn ist das ja nicht. Wenn ich jetzt sehe, was hier rauskommt, nur aus dem kleinen Stück. Und ich habe nur mit der normalen Bürste gemacht, nicht mal mit der, die für Polster ist. Wer weiß, was da noch rauskommt. Und ja, jetzt werde ich hier erstmal meine Bude klar Schiff machen. Ich bin mega begeistert von diesem Bosch, dass der so viel Power hat. Ich wollte erst einen Dyson haben, aber Dyson, von den Kleinen haben mir viele abgeraten, haben mir gesagt, der geht schnell kaputt. Weil der ist auch nicht für einen Dauereinsatz gedacht und hol dir lieber was Robustes. Da hätte mich der Dyson aber natürlich 600 Euro, 400, 500 Euro, 600 Euro, 600 noch was gekostet, war mir zu fett. Deswegen habe ich mir den Bosch geholt, weil der Preis leistungsmäßig exzellent ist. Man bekommt für so schmal, der ist der Preis nun nicht, 200 ein paar zerquetschte Euro. Aber, also jetzt ist er runtergesetzt, der sollte 299 oder irgend 230, 250, ich weiß es nicht, kosten bei Otto. Jetzt haben sie ihn runtergesetzt auf 209 oder 220, ich weiß es ja nicht genau. Ich habe gleich zugegriffen. Aber er ist sein Geld definitiv wert. Er ist hochwertig verarbeitet. Alle Steckfunktionen, die man hat, um da irgendwas zu machen, irgendwas zusammenzustecken, ist grandios verarbeitet. Er ist leichtgängig. Die Rollen sind klasse gemacht. Also bis jetzt bin ich da rundum zufrieden. Nur vom ersten Test. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Bude saugen. Und dann werde ich nochmal einen zweiten Hardware-Check machen, wo ich mich dann vor die Cam setze und euch da mal ein bisschen was zu erzähle. Wenn ich den jetzt mal für die erste Grundreinigung benutzt habe, was mir auffällt, ob er wirklich dit verspricht, was ich euch jetzt auch sage, was er mir jetzt in dem Augenblick verspricht, ob er das auch einhalten kann. Das werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Video sagen. Dafür werde ich jetzt erstmal die Bude sauber machen und vielleicht nachher noch ein Video machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.